Der Mensch ist faul und auch unter Zwang entwickelt er nur selten eine gesunde Arbeitsmoral. Geld hilft und ist der Mensch erstmal angefixt, will er immer mehr davon. So werden aus nichtsnutzigen Kreaturen arbeitswütige Menschen. Unterschiedliche Talente führen zur Spezialisierung, was wiederum zum Handel mit Waren und Dienstleistungen führt. Von den nicht nur logistischen Problemen, die dieses System mit sich bringt, erlöst man die Menschen mit der Einführung des Geldes. Es ist leicht zu transportieren und dauerhaft. Geld vereinfacht und beschleunigt den Handel und das System setzt sich durch. Kapitalismus. Problem: Wer viel hat, fürchtet um sein Vermögen. Wer wenig hat, will mehr. Um Geld zu verdienen, braucht man Geld. Hat man keines, kann man sich welches leihen. Dazu gibt es Banken. Und das Zinssystem. Hat man genug Geld zum Verleihen, nimmt man eine Verleihgebühr, den Zins. Die Bank verdient Geld, ohne etwas dafür zu tun, ohne reale Waren einzusetzen und fast ohne Risiko. Zinsen sind auch ein guter Motivator. Wer sich Geld leiht, muss mehr zurückzahlen und somit auch mehr verdienen. Zinsen sorgen dafür, dass mehr entwickelt und produziert wird. Der Wettbewerb verschärft sich, da jeder mehr Geld verdienen muss. Der Geldbedarf erhöht sich und die Abhängigkeit der Menschen von den Banken wird immer größer. Wenn jemand Bargeld auf sein Konto einzahlt, wird ihm der Geldbetrag gutgeschrieben. Dieses Bargeld wiederum ist die Grundlage für die Banken, um Kredite zu vergeben. Die Bank muss nur einen kleinen Teil des Geldes als sogenannte Mindestreserve im Tresor liegen haben, also kann sie das Geld im Prinzip mehrfach verleihen. Und nun verselbstständigt sich das System. Durch die Vergabe der Kredite entsteht Geld, für das die Bank Zinsen berechnet. Durch diese Zinsen erhöht sich der Bedarf an Geld, welcher wiederum durch Kredite befriedigt wird, auf die wiederum Zinsen gezahlt werden. Die Gewinne der Banken steigen immer schneller. Sie verleihen Geld, das ihnen nicht gehört, erschaffen Geld, das es eigentlich nicht gibt. Die Reichen sind glücklich und die Armen zu beschäftigt, um das System zu hinterfragen. Was nun?